Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einer neuen B-Lizenz-Prüfungsstofffrage. Heute gibt es eine neue Frage. Kurz davor noch ein kurzer Disclaimer. Das sind keine offiziellen Prüfungsstofffragen, sondern das sind dann einfach von mir ausgedachte Fragen, die mit dem B-Lizenz-Prüfungsstoff zu tun haben, weil jede Akademie halt sich selbst Prüfungsfragen aussuchen kann. Und das sind natürlich auch nicht die Originalprüfungsfragen aus unserer Ausbildung, denn sonst wäre das natürlich ein bisschen unfair und einfach für diejenigen, die die Videos hier schauen. Aber ich will gar nicht groß drum labern, fangen wir direkt an mit der ersten Frage, und zwar mit der Frage von heute, und zwar ist das die Rotatorenmanschette besteht aus folgenden Rotatoren. Ja, da haben wir einmal A, wir haben zwei Innenrotatoren, zwei Außenrotatoren, B haben wir drei Innenrotatoren und eine Außenrotator, C haben wir einen Innenrotator, drei Außenrotatoren oder D haben wir einen Innenrotator und einen Außenrotator. Ja, und wir werden innerhalb dieses Videos noch erfahren, welche Antwort dann dort das Richtige ist. Und zwar, die Rotatorenmanschette besteht aus insgesamt vier Muskeln. Ja? Und diese vier Muskeln stabilisieren halt einfach das Schultergelenk. Ja? Das Schultergelenk ist eher ein muskelgeführtes Gelenk als ein bandgeführtes Gelenk. Die Bänder im Hüftgelenk sind zum Beispiel sehr stark und stabil. Ja? Aber das Schultergelenk ist eben nicht so stark bänderfixiert, sondern wie gesagt eher muskelgeführt. Und deswegen gibt es eben auch zum Beispiel dort diese Rotatorenmanschette, damit die halt einfach hier muskelgeführt etwas ist. Ja? Dann gibt es eben verschiedene Muskeln hier. Und zwar haben wir da einmal den Subscapularis, das ist ein Innenrotator. Dann haben wir den M-Supraspinatus, den Infraspinatus und auch den Teres Minor und das sind Außenrotatoren. Das bedeutet, Antwort C von Anfang an ist richtig, wir haben drei Außenrotatoren, einen Innenrotator. Ja, vielleicht noch kurz erklären, was diese Rotatoren im Training für einen Sinn machen. Ja, wir können zum Beispiel auch immer vor dem Brusttraining oder generell vor dem Training, wo unsere Arme involviert sind, die Rotatorenmanschette ein bisschen aufwärmen. Ja, das fühlt sich immer ganz gut an und ist immer eine gute Vorbereitung aufs Training, wie ich finde. Ja, manche Leute machen das so, dass sie jetzt hier eine Kurzhantel nehmen und dann hier nach innen und außen gehen. Ja, das macht eher wenig Sinn, weil so trainiert man dann statisch den Bizeps, beziehungsweise der Bizeps muss halten und man bewegt halt einfach nur die In- und Außenrotatoren. Man trainiert sie nicht wirklich. Ja? Da könnte man zum Beispiel sich hier die Ellbogen zum Beispiel so machen, ja? Ein bisschen vorlehnen und jetzt bringt man die Rotatoren eben auf Spannung. Jetzt kann man hier so eine Außenrotation durchführen und jetzt trainiert man auch wirklich die Rotatoren, ja? Beziehungsweise kann sie ein bisschen aufwärmen. Oder man macht das Ganze halt einfach mit einem Seilzug, das geht natürlich auch. Ja. Generell noch ein paar Worte zu Innen- und Außenrotatoren. Ja, generell sollte man eher ein bisschen mehr den Fokus auf die Außenrotatoren legen, anstatt auf die Innenrotatoren. Einfach, dass man da so ein Verhältnis hat von ungefähr 1 zu 2, also einmal Innenrotatoren trainieren, zweimal Außenrotatoren. Einfach, weil wir sowieso halt schon den ganzen Tag ein bisschen nach vorne da sitzen, ja, dann kann man sich eher ein bisschen aufrichten. Ja, und eher die Außenrotation trainieren, als nochmal die Innenrotation. Weil die Innenrotatoren sind eben auch schon sehr stark, zum Beispiel Brustmuskulatur, Latissimus ist eben sehr stark. Ja. Genau, deswegen eher ein bisschen die Außenrotatoren fixieren und verstärkt trainieren. Ja, das war es eigentlich zum Thema Rotatorenmanschette und Außenrotatoren, Innenrotatoren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mal ein Like da. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, stell sie unten in die Kommentare und schau dir auf jeden Fall auch die anderen B-Lizenz-Prüfungsstoff-Videos an. Bis zum nächsten Video, dein Tim Kneitzig, Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ciao.